Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pink Panther und die Zauberformel mit dem Superfax, also mit mir. Wer hätte das gedacht? So, ich lade das Spiel mal wieder. Moment, öffnen. Nicht laden. Nein, nicht neues Spiel. Öffnen, so. Safe an. Ja, waren ja sowieso beides die gleichen Saves, von daher tut sich da nichts. Oh yeah, handpackte Frauen. Gehen wir mal wieder hier raus. Wir haben ja hier alles erledigt beim letzten Mal. Wir haben die Ratten dazu gebracht, dass sie noch ein weiteres Rattenbeben auslösen, dadurch, dass wir denen hier so eine tanzende Frau vorgesetzt haben. Und damit ist hoffentlich das Mammut, genau, Mammut war der Name, nicht Nashorn, da draußen. Wie man sehen kann, wow, das Eis ist ziemlich kleiner geworden. Hallo. Wie krieg ich es bloß raus? Das wüsste ich auch gerne. Ich guck mal eben, was ich so dabei habe. Was hätte nö. Stein. Kann ich den Stein in den Rüssel stecken? Nö. Wenn ich es da nur rausholen könnte. Aber dazu müsste ich eine hochentwickelte Eisbrechtechnik zur Verfügung haben. Ja, fragen wir mal den Clown. Vielleicht hat der eine Ahnung. Oh, was für ein herrlicher Tag. Liegt es an meiner Nase oder duften die Kiefern heute ganz besonders nach Kiefern? Ist der Himmel noch himmlischer, als ich ihn in Erinnerung hatte? Ja, bla bla. Ich sogar die Vögel zwitschern mein Lieblingsliedchen. Jedenfalls glaube ich das. Hm. Na gut. Was? Nicht gut. Nein, überhaupt nicht gut. Und er schmilzt natürlich, klar. Macht doch so viel Sinn hier draußen. Kannst du darüber springen? Ah, okay. Dann geht das. Ich darf bloß nicht auf die Kleinen drauf. Da gehe ich unter. So, komm. Gucken wir mal eben im Dorf, ob wir da noch irgendwas finden, vielleicht, das uns helfen könnte, das Mammut da rauszuholen. Wenn nicht, dann sieht alles nicht so aus. Ich gucke nochmal eben hier bei der Göre im Zimmer. Und wenn nicht, dann gehen wir halt einfach zum Toten Meer. Da finden wir bestimmt auch schon irgendwas. Ne, die guckt immer noch Blani und hier ist nichts. Nö. Nö, nö, nö. Dann gehe ich wieder raus und teleportiere mich zum zum Toten Meer, nicht zum Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer liegt ein kleines bisschen woanders. Einmal bitte Expresslieferung zum Toten Meer nach Israel. Hep, hep, hep. Los, schneller. So. Oh, es ruckelt gerade ein bisschen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, wunderbar. Los geht's zum Roten Meer. Nein, es ist auch nicht das Rote Meer. Es ist das Tote Meer. Mein Gott. Superfax. Konzentrier dich. Erzähl nicht so viel Blödsinn hier. So. Ach ja, genau. Wir kommen wieder an der Höhle an. Das schwarze Loch spuckt uns aus. Und wir können jetzt hier mal ein bisschen Licht machen. Denn wir haben ja den Meteor, den können wir hier auf den Felsen setzen. Und er leuchtet dann so ein bisschen. Auf einmal ist das Licht an. Ja. So, eine Seite. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Die können wir sehr gut gebrauchen. Da bin ich ja platt. Das sieht aus wie eine Seite aus meiner Enzyklopädie. Magie. Wunderbar. Ich habe nichts gesagt. Ich suche etwas, das in der Wand dieser Höhle eingeschlossen ist. Etwas sehr Kleines. Und was wäre das? Keine Ahnung. Na toll. Und warum willst du es dann finden? Naja, als angehende Archäologin wäre es sehr hilfreich, wenn ich eine große Entdeckung machen würde. Und du meinst, das wäre eine gute Idee? Die Schriftrollen vom Toten Meer wurden leider schon gefunden. Genau östlich von hier in Jordanien. Mist, ich komme nicht dran. Vielleicht ist der Bunsenbrenner ein falsches Werkzeug, Lady. Also wenn du da irgendwas Besonderes rausholen möchtest. Mal sehen, was haben wir denn hier noch so Schönes? Eine Lupe. Nehmen wir die doch mal mit. Hey, das brauche ich alles für meine Ausgrabungen. Dann nehmen wir sie halt nicht mit. Vielleicht solltest du das mal mit der Pinzette versuchen. Das dürfte eventuell besser gehen. Vielleicht geht es hiermit. Tausend Dank. Mhm. Ja, ja, ich hab's. Was hast du? Weiß ich aber
Oh. Naja, immerhin, sie ist jetzt weg und wir können uns mal hier schön bei ihren Sachen bedienen. Und diese Werkzeuge könnten mich zwar auch reizen, aber ich ziehe Ellis Pickelquetscher vor. Was? Na gut, dann nehmen wir halt den Pickelquetscher wieder. Bäh. Ellis Pickelquetscher. Du musst das nicht so oft sagen, Pink Panther. Nimm mal hier, Paulchen, nimm mal hier die Brille mit. So. Leider weiß ich nicht, wie man damit umgeht. Schade. Na gut. Die Werkzeuge will er nicht mitnehmen. Dann gehen wir mal wieder raus hier aus der Höhle und geben Ellie mal einen Sonnenbrillenersatz, weil wir haben ja seine so ein bisschen, so ein kleines bisschen kaputt gemacht. So. Und das dürfte ihn auch vor dem Sonnenlicht schützen. Hey, Ellie, du könntest draußen durch das Tageslicht deine Augen schädigen. Setz die mal auf. Du bist zwar eine Gefahr für das Meer, aber mir tust du was Gutes. Das finde ich nett von dir. Allerdings war es das Mindeste, was du tun konntest. Ja, bla bla. Jetzt hat er nämlich die schöne Brille auf und sieht nicht mehr, wenn wir hier uns beim Pilz was bedienen. Was Ellis Pickel nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Genau. Schnapp ihn dir, Panther. Dann haben wir schon die erste Zutat. Oh, Strange Blood. Was macht er denn jetzt? Er lässt das tote Meer ab. Nein. Wie eine riesige Badewanne. Und dann müsste jetzt auch ein Lied kommen. Warum ruckelt das so? Ich weiß es nicht. Das ist immer daran, dass ich emuliere. Windows 3.1. Tja, Pink Panther, du hast das tote Meer zerstört. Er hat ja gesagt, nimm dir nicht den so Pilz. Ich hab Sonne auf die Glocke gekriegt. Mir ist irgendwie schwindelig. Alles deine Schuld. Nur wegen dir ist das tote Meer zerstört worden. Nein. Naja, als Kind war ich immer ziemlich fasziniert davon, dass das tote Meer so viel Salzgehalt hat, dass es so eine hohe Dichte hat, dass man da einfach sich drauflegen kann. Und das hat mich schon ziemlich fasziniert. Naja, ich rede mal mit dem Strauß hier, da kommt jetzt ein Lied. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, ich drücke es mal so aus. Aber nichtsdestotrotz, ich find's cool. Also viel Spaß damit, ich bin mal still. Toll, dass du das Wasser abgeschöpft hast. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Hier eine kleine Geste meiner Dankbarkeit. Das ist ganz speziell für dich, mein Junge. Wow, das ist keine kleine, das ist eine große Geste. Ja, die Geste, das Ei wiegt etwa 3 Pfund. Boah, was für ein Ei. Just too close! And my wings are kinda small! His wings are kinda small!
Bark, bark, bark. Ja, das war der Strauß. Und tschüss. Ja, soweit ich weiß, ist es übrigens ein Mythos, dass Straußen, wenn sie Angst haben, den Kopf in den Sand stecken, weil das wäre ja total sinnlos. Stattdessen greifen die an. Und Sträuße haben ziemlich scharfe Schnäbel, das heißt, man sollte einen Strauß nicht unbedingt ärgern. Das wäre nicht gut. Okay, wunderbar, wir haben das einzige Ding, das im salzigsten Meer der Welt lebt, den Pilz. Damit haben wir die erste Zutat für unseren Zauber gefunden. Jetzt reisen wir mal wieder zurück nach Sibirien. Denn wir müssen dann noch das eisige Lächeln finden. So. Gehen wir da rein. Wunderbar. Ich möchte auch so ein schwarzes Loch haben. Stellt euch mal vor, wie toll man damit reisen kann. So einmal flipp, Loch auf zur Uni, flipp, Loch auf nach Hause, flipp, Loch auf nach Australien in den Urlaub. Muss man nicht mehr lange mit dem Flugzeug fliegen und teuer Geld dafür bezahlen. Ja. Weil der Fluch auf die andere Seite der Welt ist eigentlich das Teuerste. Die Hotels und so sind gar nicht mal so teuer. Aber das Fliegen, das geht richtig ins Geld. Da zahlt man ordentlich hier. So. Und guckt euch mal an. Von Israel nach Sibirien mal eben in 5 Sekunden. Das ist schon ziemlich genial. So, jetzt gehen wir mal wieder zum Mammut dahin. Wir haben nämlich jetzt eine sehr große Technologie, mit der wir das Mammut rausholen können, nämlich das Straußenei. Ihr werdet gleich sehen, wie. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Es ist jetzt eigentlich nicht so ein großes Rätsel. Wir stopfen das Ei einfach mal in den Rüssel rein. Vielleicht kriege ich so eine explosive Reaktion zustande. Aber versucht das bitte nicht zu Hause. Oh, das arme Mammut. So. Das muss jetzt aber noch lachen. Dann nehmen wir einfach mal den Clown. Moment, ich gucke erstmal, ob ich so mit dem interagieren kann. Vielleicht kommt da auch irgendwas Cooles. Aber soweit ich weiß, müssen wir erst den Clown, den wir wieder zum Lachen gebracht haben, dazu bringen, dass er das Mammut zum Lachen bringt. Los geht's. Wir machen eine kleine Reise. Hallihallo. Ich will ja nicht prahlen. Ich habe früher im Zirkus gearbeitet, als berühmter Clown. Ich schulde dir einen Gefallen. Aha. Also, lass mich dir helfen. Danke, Oleg. Du bist wirklich der Retter in der Not. Okay, wir müssen es nicht zum Lachen bringen. Wir müssen einfach... Ja, genau. Oh, oh. Boing. Aber wie cool. Hat mich zutiefst beeindruckt. Oh, ja, wir haben jetzt einen Mammut bei uns da drin und der Panther ist überhaupt nicht fett geworden. Guckt euch mal an, wie reingequetscht das hier ist. Oh, wie cool. Alles klar, dann haben wir hier in Sibirien nichts mehr zu suchen und am Toten Meer auch nichts. Reisen wir mal zurück zur Villa. Wir brauchen jetzt nur noch irgendetwas, was das Mädchen in eine Ninja-Prinzessin verwandelt. Und da müssen wir halt, wie schon Fleck gesagt hat, ein bisschen improvisieren. Aber mal schauen, was wir so in der Villa finden können. Es ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen, nachdem wir hier ein bisschen rumgereist sind. Mal schauen, was hier passiert. Können wir da wieder reingehen? Wenn ich nochmal reingehe, zieht mir Strange Blatt das Fell über die Ohren. Schließlich habe ich sein Buch geklaut und das schwarze Loch kostilliert. Na gut. Dann können wir wieder hoch. Ich bin nicht gerade hier, um die Wildnis zu erforschen, mein Freund. Ich möchte wieder zurück. Geht das irgendwie? Möchtest du zurück nach oben? Hä? Moment mal. Was habe ich denn so? Ah, hier. Das war gut versteckt. Irgendwie so... Nur ganz wenige Pixel. Oh yeah. Mit Raketenantrieb geht es wieder nach oben. Ach, genial. So eine Konstruktion hätte ich auch gerne als Kind gehabt. Das wäre ziemlich genial gewesen. Ich bringe die Zutaten. Toll, und wo findet man das? Ach, ist eigentlich so gemein. Das findet man überall in der Welt. Ich bin halt der rosarote Panther. Na, kannst du nichts machen. Bevor wir dem die Zutaten geben, suchen wir erstmal noch was, mit dem wir sie in eine Ninja-Prinzessin verwandeln können. Dazu gehen wir einmal nach unten.
und schauen uns mal so die Abendgesellschaft hier an. Ich gehe erstmal links, rechts. Ich gehe erstmal nach links und guck mal, was wir da haben. Dum, 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 dum. So, hier haben wir niemanden. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Und schauen mal, was wir im rechten Raum finden. Oder ich muss dem erst die Zutaten geben, dass hier was passiert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gucken wir mal da rein, dann sehen wir das, ja. Ah, so. Ah, nein, hier hat sich ein bisschen verändert. Die Frauen sind jetzt auch hier, nachdem sie das Schuhmuseum angesehen haben. Und wir können erstmal hier einen Gürtel mitnehmen von diesem schicken Bademantel mit Sternen drauf. Das sieht doch aus wie so ein Ninja-Stirnband, oder? Man kann nie wissen, wann man einen schwarzen Gürtel brauchen kann. Oder schwarzer Karate-Gürtel oder irgendwie sowas. Es hat halt entfernt etwas mit Ninjas. Ach, reden wir nochmal mit den ganzen Leuten hier. Vielleicht haben die noch was Interessantes zu sagen. Oh, ich bin Shaky, Golden Pipes, höchst selbst und eigenen Leibs. Sehe ich ein neues Gesicht unter euch, muss ich es begrüßen sogleich. Sind Sie zufällig mit Shaky Golden Pipes verwandt? Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich habe alle seine Platten. Er ist mein Stiefvater, ganz ohne Flachs. Und ich bin Shaky, sein Sohn, Max. Ich habe auch gerade eine Platte rausgebracht. Die wird bestimmt ein Hit. Zweifellos, zweifellos. Ich bin überzeugt, das macht Sie zum Stiefvater des Soul. Gute Idee, das kannst du zweimal sagen. Stiefvater des Soul, Stiefvater des Soul. Sag das nochmal. Geht nicht. Das verschleißt meine Stimmbänder zu sehen. Oh, ich weiß nicht, ob die Platte so groß erhört wird. So wie der singt, das ist furchtbar. Hallo, ich bin Saltina Cracker Barrel, die Erbin des Saltina Cracker Vermögens. Ich platze fast vor Geld. Du kannst mir gerne was abgeben, also... Ich kann immer Geld gebrauchen, so ist es ja nicht, ne? So, das Gastehepaar. Hallo, wie geht's euch? Na, Mietze, amüsierst du dich? Köstlich, köstlich. Ich kann mich nicht beklagen, ich habe viel zu tun. Und da sagte ich mir, schmeißen wir eine Galaabend. Das ist eine wunderbare Gelegenheit für mich, unbeabsichtigt die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Alles in Ordnung? Das sieht nicht so aus. Ich glaube, ich gehe dann mal. So, was hast du denn zu sagen? Ich glaube, ich sehe mal nach den Kindern. Dazu haben sie keine Zeit. Ich glaube, denen geht's prima. Ja, besser nicht nach oben gehen. Guckt euch mal die hier an. Sieht aus wie so eine Frankenstein-Lady und passt perfekt zu einem verrückten Wissenschaftler. Aber mit der reden wir gleich. Genug geschwätzt. Ich will die wertvollen Zähne kaufen. Wertvolle Zähne? Hm. Oh, ein höchst aufregender Abend. Aufregender, als Sie glauben. Eigentlich bin ich hier fehl am Platz. Macht nichts, es gibt noch Schlimmeres. Ich wollte von klein auf in der High Society Fuß fassen, aber mein Name war immer im Weg. Mitch Purpenny. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Purpenny. Wie sind Sie denn hierher geraten? Wissen Sie das nicht? Ich bin doch die Miss Purpenny. Ich habe im Lotto gewonnen. Ich bin Milliardärin. Boah. Aber Geld ist nicht alles, sage ich Ihnen. Ich werde von dieser Meute nicht akzeptiert. Deshalb will ich die komplette Starbiss-Sammlung erwerben. Dann begreifen Sie hoffentlich endlich, dass mein Geschmack ebenso gut ist wie Ihrer. Scheint ein pfiffiger Plan zu sein. Ich weiß nicht, hat man guten Geschmack, wenn man Zähne kauft? Also ich würde mir zumindest... keine Zähne kaufen, außer ich brauche sie, falls ich halt ein Gebiss brauche oder so. Aber einfach Zähne zum Ausstellen? Eine Starbiss-Sammlung? Vor allem, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Gebisse von Prominenten, die sich dann hier dieses Zeug geholt haben, was der drin hat? Naja. Hallo, Miss Frankenstein. Brauchen Sie Ihre Schnurrhaare? Ja, warum? Ich bin Golden Malls bester plastischer Chirurg. Dr. Imaki Yunef. Das ist meine Frau, Himaki Yunef. Sie ist übrigens durch und durch aus überflüssigen Körperteilen konstruiert, die meine Patienten so zurücklassen. Jeder hier in Golden Malls hat etwas zu ihrer Herstellung beigetragen. Ich dachte mir, Sie würden vielleicht gern sehen, dass sie ihre Schnurrbarthaare trägt. Nein? Was ist attraktiv an einer Frau, die Schnurrbarthaare hat? Also bitte, nein. Vor allem,
Wer hat ihr jetzt einen Kopf überlassen und Augen und Arme und Beine? Sehr, sehr komisches High Society hier. Brauchen Sie Ihre Schnurrhaare? Okay, der sagt nur das Gleiche. Ich habe beim ersten Mal die Frau angeklickt, deswegen habe ich gedacht, der sagt nochmal vielleicht was anderes, aber nun gut. Nimm doch hier seinen Bart. Das steht dir dann bestimmt besser als meine Schnurrhaare. Eigentlich nicht, aber... Wer ist denn dieses bezaubernde Geschöpf in dem langen Kleid? Wen meinen Sie? Das muss Altina Cracker Barrel sein. Die Erbin des Altina Cracker Vermögens. Vergessen Sie meine folgenden Worte nicht. Das Mädchen wird sich einen Loose-Leiber anlachen. Was ist ein Loose-Leiber? Aber wahrscheinlich von euch hier die Familie oder wie? Ach, ich habe keine Ahnung. Mir ist die High Society zu hoch. Und wie drücke ich das jetzt ganz politisch korrekt aus? Sagen wir einfach mal, ich mag die High Society nicht. Zumindest das, was sich hier versammelt hat, ist so ein bisschen unsympathisch. Aber es ist auch lustig, weil sie halt alle so ein bisschen verrückt sind. Ich mag verrückte Menschen. So, gehen wir mal rein. Jetzt haben wir nämlich alle Zutaten für den Zauber zusammen. Und dann müssen wir die mal hier reinwerfen. Ich bringe die Zutaten. Großartig, wo sind sie? Die sind alle hier drin. Ja, das glaubst du mir nicht, aber... Was ist passiert? Ich weiß jetzt, was wir brauchen, um Violet zurückzuverwandeln. Um eine unsterbliche Meerjungfrau herzustellen, braucht man Folgendes. Ein einzigartiges Ding, das im salzigsten Meer lebt und dort ein fürstliches und großartiges Lachen lacht. Außerdem muss es eine frostige Vergangenheit haben. Toll, und wo findet man das? Tja. Du musst uns unbedingt helfen, diesen Zauberspruch rückgängig zu machen, bitte. Okay, dann wollen wir mal die Zutaten hier in den Kessel werfen. Sobald du die richtigen Zutaten gefunden hast, um meine misslungene Verwandlung rückgängig zu machen, füllen wir sie in meinen Kessel. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem salzigsten, mit dem Ding, das im salzigsten Meer lebt. Für die unsterbliche Meerjungfrau brauchen wir noch das Ding, das im salzigsten Meer lebt. Der arme Pilz. Sein Gesicht. Ist das schon alles? Nein. Was brauchen wir noch? Sei nicht so ungeduldig hier. Wir nehmen jetzt erstmal das Mammut und befreien es aus unserem Pelz. Was soll das sein? Als Zutat für eine bildschöne Meerjungfrau-Prinzessin braucht man ein fürstliches und großartiges Lachen. Eines mit einer frostigen Vergangenheit. Und? Großartig? Vielleicht auch groß. Ein Mammut. Da hätten wir die frostige Vergangenheit. Ich fand es tiefgefroren in einem Eisblock in Sibirien. Und was ist mit dem fürstlichen Lachen? Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Hast du ein paar witzige Witze auf Lager? Was sagte der rosarote Panther, als er auf eine Ameise trat? Also, ich weiß nicht, ob das der richtige... Da bist du platt. Der war schlecht. Beim ersten Mal kann man über sowas ja noch lachen. Ihr benehmt euch unmöglich. Aus mir hat man einen Wombat gemacht. Und das Einzige, was euch beiden dazu einfällt, ist, einem großen, haarigen Tier rosa-rote Pantherwitze zu erzählen. Ha, ha, ha. Recht hat sie irgendwo. Wow. Ja, das war gut, eine schöne Lache. Das nicht fürstlich? Ich meine, das war fürstlich. Nein. Endlich tut sich was. Ohne die Ninja-Zutat haben wir keinen vollständigen Zaubertrank. Und wenn ich sie einfach zu einem Kampfsportkurs anmelde? Ich will Ninja-Fähigkeiten! Du musst diese Zutat eben finden. Ja gut, dann wollen wir mal gucken. Also das Lachen vom Mammut war echt genial. So. Also ob das jetzt fürstlich ist, ich weiß ja nicht. Aber na gut, schmeißen wir mal den Gürtel hier rein und gucken, was passiert. Ob das die richtige Verwandlung wird... Man weiß ich es nicht. Ich wette, der schwarze Gürtel wird unserer Prinzessin die Fähigkeit verleihen, selbst Kerle wie Rambo umzuhauen. Versuchen wir es. Hallo, Magasch, Twitschki, Skombada, Prinzessin Prisseux, nicht Mager, nicht Fetowanski, Meerjungfrau Mule Belange, Wombat zurücknehmen, Skibi Go, Bisco, Zauber, mach schneller. Okay, es scheint zu funktionieren. Ach, du grüner Himmel, du bist's. Ich bin auf jeden Fall hungrig. Ich habe den Appetit eines zu groß geratenen Pumas. Oh, Happy, Happy, eine köstliche Vorspeise. Nein! Nein! Nicht!
Der Apfel ist noch giftig. Ich kann's nicht fassen. Es hat geklappt. Du bist's. Und jetzt? Oh, wunderbar. Sie macht ein Nickerchen. Nickerchen. Ich glaube, du schaust die Lage nicht. Sie hat eben meinen verhexten Giftapfel gefuttert. Das Ding wirkt tödlich. Ich kann nicht sagen, was jetzt mit ihr passiert. Das ist nicht mein Tag, hörst du? Das ist nicht mein Tag. Nicht verzagen, Paulchen fragen. Ja, du hast ziemlich recht. Heute ist einfach nicht dein Tag. Und was jetzt? Willst du mir erzählen, dass eine vergiftete, schlafende Prinzessin nicht zum Grundwissen eines Zauberers gehört? Jeder Zauberer muss doch wissen, wie man diesen Zauber außer Kraft setzt. Natürlich weiß ich, wie man diesen Zauber außer Kraft setzt. Ich habe nicht behauptet, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Dieser Zauber ist gar kein Problem für mich, großen Zauberer. Na, das erleichtert mich sehr, Nati. Also dann mal los, stell sie wieder auf die Beine und den Rest meiner Enzyklopädie könntest du auch gleich nebenbei entzaubern. Ja, ich könnte den Zauber eventuell gewissermaßen rückgängig machen. Allerdings fürchte ich, dass ich es nicht sofort tun kann. Ich brauche nämlich magische Zutaten, um eine schlummernde Prinzessin zu wecken. Unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Ninja-Meerjungfrau. Aha. Meerjungfrau. Verstehe. Und welche Zutaten braucht man? Eine sehr gute Frage mit einer sehr einfachen Antwort. Na, dann lass mal hören. Tu ich schon. Um eine schlafende Prinzessin zu wecken, braucht man zwei wichtige Zutaten. Den Träger der menschlichen Seele und die traurige Bitte eines Rotkopfes. Den Träger der menschlichen Seele und die traurige Bitte eines Rotkopfs? Klingt nicht unkompliziert. Nun mal nicht verzagen, rosa-roter Panther. Das Leben des Mädchens hängt am seidenen Faden. Hast du irgendeinen Brösel auf der Schalmei? Vielleicht ist das schon der Stimmbruch. Schön, dass ich deinen Stimmbruch miterleben durfte. Ich glaube, das war nicht der Stimmbruch. Ich glaube, er wurde so ein bisschen von Strange Blood besessen. So, minimal. Beeilung, Paulchen. Wir müssen dringend Violet wecken. Wissen wir das denn unbedingt? Ich meine, sie ist unsterblich. Sie könnte jetzt hier einfach die ganze Zeit schlafen. Die Eltern werden sich sowieso wundern, warum aus ihrem kleinen Mädchen, das nicht älter ist als Nathan, so eine erwachsene, unsterbliche, bildhübsche, zauberhafte Meerjungfrau-Ninja-Prinzessin geworden ist, wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Ja, schlaf gut. Ja. Kinder. Ich glaub's nicht. Jetzt haben wir endlich diesen blöden Zauber rückgängig gemacht und sie das verwandelt, was sie sein wollte, und sie bringt uns schon wieder in Schwierigkeiten. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Träger der menschlichen Seele und irgendwas mit dem Rothaupt finden können. Und springen einfach mal ins schwarze Loch hinein. Mal schauen, welche Orte wir jetzt bereisen können. So. Da sind wir im schwarzen Loch. Und wir haben neue Gebiete, die wir bereisen können. Natürlich immer noch das Haus. Und wir haben hier... Das müsste... Nom nom nom. Ah, das ist Indonesien. Und das ist Afrika. Da werden wir jetzt aber noch nicht hinreisen, denn ich werde hier den Part zu Ende machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Wenn ihr sehen wollt, ob ich es schaffe, diese bildhübsche Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin wieder zu erwecken. Und ja, ich speichere nochmal eben. Diesmal nur auf einem Speicherstand. So, speichern unter Save 1. Okay. Ja, Replace Existing File. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Superfax und ja, ciao.